Dank, Sabine, für alles, was du hier auf die Beine stellst, für den philosophischen Salon und dass du dir immer wieder die große Mühe machst, uns hier zu empfangen. Vielen lieben Dank. Ja, wir freuen uns sehr heute auf den Abend mit Ulrich Mies und Annette von Gessel. Und ich werde jetzt erstmal ein paar einleitende Worte sagen und dann starten wir in den Abend. Und zuallererst möchte ich Ulrich Mies vorstellen. Ulrich Mies ist Sohn eines konservativen Richters. Daher rührt wahrscheinlich, dass er bereits in früher Kindheit sich ein eigenes Bild gemacht und sich manchen Aufgaben widersetzt hat, wenn sie ihm unsinnig erschienen. Er ist Sozial- und Politikwissenschaftler. Er studierte in Duisburg und in Kingston, Jamaika. Seine Interessenschwerpunkte sind internationale politische Konflikte, organisierte Friedlosigkeit, Staatsterrorismus, Neoliberalismus, Demokratieerosion, Kapitalismus und Militarismuskritik sowie die Erhaltung der Biodiversität. Er ist seit 1994 selbstständig und lebt seit 30 Jahren in den Niederlanden. Fast 40 inzwischen. Ulrich Mies schreibt für viele Online-Portale und ist somit stets am Puls der Zeit. Sein kritischer Geist ruht bis heute nicht. Herzlich willkommen, Ulrich Mies. Auch freue ich mich, Annette van Gessel, Ehefrau von Ulrich Mies, begrüßen zu dürfen. Sie ist als Lektorin tätig und schreibt mittlerweile selbst Bücher. Ihr neuestes Buch, Minka und die Viererbande, ist bereits erschienen. Heute wird sie Texte aus Ulrich Mies Buch vorlesen. Herzlich willkommen, Annette van Gessel. Dankeschön. Und um uns jetzt auf den Abend einzustimmen, werden wir erstmal musikalisch erfreut von dem wunderbaren Bijan. Und ich übergebe an dich. Bijan, du hast die Bühne, bitte. Ja, es ist natürlich ein bisschen beengt hier, aber es gibt ja Situationen, die sind noch viel beengter. Heute geht es ja um das Thema Staatsterror, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was werde ich denn dazu für ein Lied machen? Und ist ja immer dann so eine gute Laune hier im Raum, wenn man dann hört, was einem so alles widerfährt und es wird dann immer besser und zum Schluss geht man nach Hause so leicht und beschwingt. Mhm. Da dachte ich, mach ich mal ein passendes Lied zu. Aber da wir ja Frühling haben, habe ich das geändert. Bitte was? Ein schönes Wanderlied, genau. Keine Angst, es wird kräftig delegitimiert werden. Also ich werde euch dann aus der Zelle Briefe schreiben. Gibt's hier Bayern im Raum? Na gut, ich habe nämlich hier ein bisschen kulturelle Aneignung betrieben. Die Melodie ist geklaut. Und das ist auch schon alles. Und der Rest ist ganz heiter. Es geht jetzt gleich los. Der Titel heißt Allzeit breit. Mit einem Vorspiel von mir. Grün Röckchen, du kamst reingeschneit, mit nem Panzer im Täschchen, für den Krieg allzeit breit. Holleradidi, hopsassa, schaut mal, wen haben wir denn da? Freakschau der Politik, ja, das ist wahr. O
Und der Anton macht Dampf, er bläst auf zum Kampf und lässt andere sterben bei Weißbier und Mampf. Und die Agnes, die ist stracks kriegsgeil, liegt im Zwist. Waffen liefern für Frieden, die NATO bringt ihn, ihr wisst. Ja, der Robert weiß Bescheid, es ist zum Sparen jetzt die Zeit. Seht mal zu, wie ihr klarkommt, bis zum End ist's noch weit. Und der Karl kommt gerannt, mit der Spritze in der Hand. Impfschäden, die gibt es nicht, bei uns hier im Land. Holderadidi, hopsassa, schaut mal, wen haben wir denn da? Freakshow der Politik, ja, das ist wahr. Und die Ursel entpuppt sich als besonders korrupt. Beweise gelöscht, Pfizer wird reich abrupt. Ja, der Olaf hat's vergessen, Wirecard ist Cum-Ex. Die Macht ist so geil, noch viel besser als Sex. Und der Christian wühlt im Mist, er weiß ganz genau, wie's ist. Sagt den Bauern, wo's lang geht, keiner hat ihn vermisst. Holleradididi, hopsassa, schaut mal, wen haben wir denn da? Freakshow der Politik, ja, das ist wahr. Jetzt kriegt jeder sein Fett weg. Ja, die Alice kann gut reden, das muss man schon sagen. Doch ist sie erst an der Macht, geht's den Kleinen an den Kragen. Und Hans-Georg ist am Jammern, sie tun ihn jetzt überwachen. Dabei tat er doch dasselbe mit uns damals auch machen. Ja, der Markus krallt mit List, er sagt uns fröhlich, wie es ist. Kriegst ein Geld, du vom Staat, darfst du nicht wählen, so ein Mist. Und die Politprominenz lässt gegen rechts aufmarschieren. Im Winter die Obdachlosen, die seit jeher erfrieren. Gegen rechts aufmarschieren, gratis Mut demonstrieren. Keiner sieht, dass in Europa die Bauern blockieren. Ja, die Nancy jagt ganz fancy, was nicht brav ist und was rechts. Und was rechts ist, das bestimmt sie. Wer nicht brav ist, dem geht's schlecht. Und der Roderich schreit Krieg mit den Russen bis zum Sieg. Er will den Weltuntergang auf Brechen und Biegen. Ja, die Herren Generäle, die haben telefoniert. Dass die halbe Welt zuhört, haben sie nicht kapiert. Und sie tun allerhand, beleidigen den Verstand. Und sie fahren dieses Wand gnadenlos für die Wand. Holleradidi, hopsassa, seht mal, wen haben wir denn da? Freakshow der Politik, ja, das ist wahr. Und solang du bist das Schmiermittel, dienst ihnen gar noch als Büttel, lässt dir in dein Gehirn reinscheißen, lässt sie dir in die Hand reinbeißen, fütterst sie aber munter weiter, sie werden frech und bleiben heiter, rauben dir das letzte Hemd, machen ihr Ding ungehemmt. Na dann werd doch endlich mal zum Sand im Getriebe hier im Land. Ohne dich läuft doch hier nix. Denk mal drüber nach ganz fix. Fahr sie doch ganz galant vor ihre eigene Wand. Holleradidi, hopsassa, schaut mal, wen haben wir denn da? Ohne euch kommen wir schon klar. Ja, das ist wahr. Holleradididi, hopsassa, schaut mal, wen haben wir denn da? Ohne euch kommen wir schon klar. Ja, das ist wahr. Lieber Dank, lieben Dank, lieber Biecher. War es irisch genug? Das Irische kommt später. Okay.
Dann übergebe ich jetzt an Uli Mies, Annette von Gessel und ich wünsche uns allen einen tollen Abend. Ihr habt die Bühne. Danke. Ja, ja. Okay. Super. Ja, vielen Dank für den musikalischen Auftakt. Im Grunde genommen brauche ich ja jetzt hier gar nicht weiterzumachen, nicht? Das ist alles schon mal so ganz kurz angerissen. Ja, ich leite mal kurz über. Bisher haben wir gemacht 6 Bücher, 5 als Herausgeber und das letzte vom November 23 habe ich selber geschrieben. Keins wäre entstanden ohne Annette. Die hat die nämlich alle lektoriert und hat aus meinem Sprachgeschwurbel erstmal etwas Lesbares gemacht. Ja, die Titel muss ich jetzt hier nicht alle nennen. Die könnt ihr selber ganz kurz sehen. Ich beginne mit dem neuesten Buch. Das 1x1 des Staatsterrors, der neue Faschismus, der keiner sein will. Sollen wir das sehen, bis wir die Bildschirm fertig sind? Ja. Kommt das? Ist das etwas, was wir sehen sollen? Oder? Also ich sehe das sehr gut, ja. Ja, ich weiß, langsam. Also reicht schon. An dem Buch, ich mache jetzt einfach mal weiter. An dem Buch haben mitgewirkt Michael Ebert, der hat das Vorwort geschrieben. Und dann habe ich angehängt noch Interviews mit Wolfgang Effenberger, Marco Pizzuti. Wolfgang Effenberger, weiß ich nicht, kennt ihr wahrscheinlich, ist Militär, der aber sehr kritisch dem ganzen Militarisierungswesen, der Aufrüstung und so weiter gegenübersteht. Marco Pizzuti ist italienischer Geheimdienstexperte, der hat mittlerweile 20 Bücher geschrieben, vielleicht auch schon 21, weiß ich nicht so genau. Tom Oliver Regenauer schreibt regelmäßig mit. Bei Manova Ernst Wolf muss ich euch auch nicht vorstellen, ist Finanzexperte. Die dritte Auflage, die in Kürze, ich weiß noch nicht genau wann, in 2 oder 3 Wochen erscheinen wird, vielleicht auch in 4, ist gewidmet Julian Assange, der seiner Pflicht, Staatsverbrechen aufzudecken, nachgekommen ist. Allein deshalb halten ihn der militärisch-industrielle Komplex und seine verbrecherischen Helfershelfer in Politik und Justiz seit Jahren gefangen. Er ist Staatsfeind in den Augen des organisierten Verbrecherstaats und Märtyrer für die Aufrichtigen. Meine positive Einstellung zum Staat ist damit dokumentiert. Ich gehe ganz kurz durch, bevor ich mit dem zentralen Kapitel beginne. Das ist nämlich das Durchgehen durch die einzelnen Positionen der Tabelle, wo ich gegenüberstelle den traditionellen Faschismus und den, den ich als neuen Faschismus, der keiner sein will, ausgemacht habe. Deshalb sind die meisten Folien, ihr könnt das da links an dieser Leiste sehen, die meisten Folien sind hier zugeklappt. Wenn ihr die auch noch sehen wollt, müssen wir 24 Uhr durchmachen. Ich bin dazu bereit, aber ich glaube, das ist dann doch etwas strapaziös. Ich habe mich befasst mit Niccolò Machiavelli als Lehrmeister des Staatsterrors. Der Rainer Mausfeld kommt zu einem etwas anderen Ergebnis, das sei so. Dann unterscheide ich beim Staatsterror Hard- und Softcore-Varianten, ich nenne die, konzentriere mich bei den Softcore-Varianten auf die weiße Folter nach Albert Biedermann. Alle 7 Kriterien, die der Biedermann aufgestellt hat, wurden im Rahmen des Corona-Faschismus komplett realisiert und durchgeführt.
Und bei den Hardcore-Varianten konzentriere ich mich auf den Krieg als ultimativen Staatsterror. Als Grundlage der heutigen Entwicklungen sehe ich, aber nicht nur ich, die marktradikale Konterrevolution als Fundament dieser herrschenden Zustände. Denn ohne die 40-jährige Gehirnwäsche der Bevölkerung wäre dieses Corona-Regime gar nicht möglich gewesen. Ich passe mich mit dem Parteienstaat, mit dem Wandel der politischen Klasse oder Kaste. Das Selbstverständnis hat sich aus meiner Sicht vollkommen gewandelt. Die politische Klasse früher hatte ein anderes Selbstverständnis. Die waren auch noch irgendwie mit dem Land verbunden. Das ist heute nicht mehr so. Ich arbeite in dem Beruf auf, dass Deutschland im Zentrum des Zerrüttungsprozesses hier in Europa steht und wie die herrschenden Politiker dieses Land in den Abgrund treiben. Ja, wichtige Punkte sind, dass wir mittlerweile mit einer allmächtigen Exekutive zu tun haben, die in Kooperation mit Global Playern arbeitet und dass die fließenden Grenzen dieser Herrschaft immer evidenter werden, also auch zwischen eben dem organisierten internationalen Politverbrechen und dem, was hier abgeht. Dann hat man ja hier die gesamte innenpolitische Landschaft eigentlich umgekrempelt und hat die früher mal fortschrittlichen Segmente der sogenannten Linken instrumentalisiert, sich nun vollkommen zu idiotisieren und in die Wokeness abzudriften und sich mit dem ganzen Irrsinn zu beschäftigen und das Ganze für wichtiger zu halten, als den Frieden zu wahren. Ja, dann ist ja auch Nancy Faeser ist ja auch schon genannt worden in diesem wunderbaren Lied hier. Nämlich, dann sind wir auch da beim Thema, nämlich im Gesinnungs- und Gleichschaltungsstaat, denn den rollen die ja hier gerade komplett aus. Dann äußere ich mich zur Zeitenwende. Das ist ja das Stichwort, nicht? Weshalb man also meint, man müsste jetzt hier Russland besiegen, Zeitenwende. Seit dem 24.02.2022 haben wir hier eine Zeitenwende angeblich. Und ich entlarve das Ganze als intellektuellen Total-Bullshit. Ja, dann arbeite ich auf das, was Richard Löwenthal gesagt hat. Der war mal Professor in Berlin. Der ist selber Jude und wurde vor 33, da hat er es dann noch geschafft, Deutschland zu verlassen, denn sonst hätten sie ihn gekillt. Der kam dann nach dem Kriege wieder. Erstaunlich, dass ein Mensch, der das alles erlitten hat, so etwas macht. Ich hätte das nicht getan. Umso mehr bewundere ich solche Leute. Der war dann Professor in Berlin und der hat dieses Buch 1947 geschrieben, Jenseits des Kapitalismus. Aber darüber hinaus habe ich mich mit Umberto Eco befasst. Der hat nämlich ein kleines Büchlein geschrieben, wenn ich es richtig gerade auf dem Schirm habe, 1995, zum Urfaschismus. Und da listet er 14 Kriterien auf und ich gleiche die nachher unter anderem ab in dieser Tabelle, auf die ich nachher im Kern zurückkomme. Nach der Tabelle im Buch komme ich dann zu den Vereinten Nationen und zur WHO, weil man da versucht, eben diese Institutionen zum Zentrum zu machen eines totalitären Superstaates im Rahmen einer New World Order. Und schließlich befasse ich mich mit der ESG-Bewegung Ecology, Social and Governance. Das hört sich alles so etwas beiläufig an, ist aber nicht so, denn dahinter steht eine billionenschwere Industrie. Auf die Interviews gehe ich jetzt im Einzelnen nicht ein. Wir starten mit dem Zitat von Michael Ewert und ich bitte Annette, da eine Seite draus vorzutragen. Ja, guten Abend auch von mir an alle, die hier gerade Interesse zeigen an dem neuen Buch. Und wie Uli gesagt hat, ich habe das alles lektoriert. Insofern sind mir die Texte vertraut. Und wir haben uns halt überlegt, wenn ich zwischendurch etwas referiere, dann lockert das ein bisschen auf. Insofern jetzt mein Einsatz. Gut. Keine Herrschaft.
Deswegen habe ich das aber nicht gesagt. Doch, doch, genau deshalb hast du es gesagt. Keine Herrschaft ohne Zustimmung. Die Methoden, sie zu erreichen, haben sich geändert. Es sei denn, die Lage wird prekär und der Schwindel droht aufzufliegen. Dann werden andere Saiten aufgezogen. Die Melodien, die sie erklingen lassen, werden schrill, wenn der immer mehr oder weniger labile Konsens mit der Herrschaft zerbricht. Und die Herren, wie Damen natürlich, der Welt, die Masken fallen lassen und die Glacé-Handschuhe ausziehen. Die veranstalteten Gemetzel und Massaker werden in der herrschenden Geschichtsschreibung allenfalls als akzidentelle Vorfälle behandelt. Es ist eine Geschichte, die das Auskommen ihrer Schriftgelehrten sichert. Ihr Geschäft ist es, ihre Auftraggeber in glänzendem Licht erscheinen zu lassen. Schon Charlie Chaplin verneinte 1947 in Monsieur Verdoux, dass sich Verbrechen nicht lohnen. Ich sag's nochmal, er verneinte, dass sich Verbrechen nicht lohnen. Ausschlaggebend selbst bei Gräueltaten ist, dass sie begangen wurden von Akteuren, die wir bewundern. Dankbarkeit und Erleichterung empfindet die bürgerliche Gesellschaft, wenn sie mit dem Schrecken davonkommt. Zitat Ende. Ja, ihr Lieben, es ist so, der Westen wurde spätestens seit der Wende zu einem Konzern- und Kriegsstaat umgebaut. Darüber kann man sich streiten. Wir haben ja auch den Kalten Krieg hinter uns. Auf den rekurriere ich jetzt im Augenblick nicht. Und ich sage, das westliche Establishment baute den Staat der Bürgerinnen und Bürger, so wie wir ihn kannten, auch mit dieser leidlich funktionierenden Demokratie, wie wir sie mal kannten, im Rahmen der marktradikalen Konterrevolution über einen Zeitraum von mehr als einer Generation zu einem Konzern und schließlich zum Kriegsstaat um. Und da stehen wir heute. Die Revolution von oben, und das war eine Revolution von oben, eine Konterrevolution, ist bedauerlicherweise unsere Wirklichkeit. Faktisch hat seit dieser Zeit, also oder man kann eben sagen, über dieses Zeitfenster von ungefähr 40 Jahren, ein schleichender Putsch des politischen Establishments gegen Demokratie, Sozialstaat und das Friedensgebot stattgefunden. Also alles das, was wir hier heute erleben, ist ungefähr 40 Jahre alt. Wir meinen ja immer, weil wir ja in der Jetztzeit leben, ja, okay, das ist aktuell so schlimm, das ist eine Strecke, die wir gegangen sind, nie vergessen. Und die Älteren unter uns wissen das. Die haben nämlich den Vergleich, wie war es vor 30 Jahren, wie war es vor 20 Jahren, wie war es vor 10 Jahren und wie ist es heute. Es ist ein schleichender Prozess, ein schleichender Abwärtsprozess nach unten. Wir sind noch nicht zu Ende, wir sind am Ende noch nicht angekommen aus meiner Sicht. Der Marktradikalismus, Neoliberalismus, Marktradikalismus war gekennzeichnet, soweit mache ich es eben sehr, sehr kurz. Ich habe ja gesagt, ich habe hier viele Folien zugeklappt, um jetzt möglichst schnell zu den Tabellen vorzustoßen. War gekennzeichnet durch Kapitalmarktderegulierungen, Privatisierungen, in Deutschland Treuhand als Pilotprojekt, Steuerumverteilungen, Steuermanipulationen, Offshore-Finanzoasen, Briefkastenfirmen, Geld- und Eigentumsübertragungen, Datenautobahn, Public-Private-Partnership-Projekte, Spekulationsexzesse, der Explosion der Berater- und Anwaltsmafia sowie Bankenrettungen zulasten der Allgemeinheit. Kennt ihr alles noch die dummen Sprüche, too big to fail, wir können die nicht kollabieren lassen, der Steuerzahler muss die Banken retten, ne? Vorher haben sie uns beschissen und betrogen und dann mussten wir die auch noch retten. Vielen Dank dafür übrigens nochmal. All dies führte zur schleichenden Verarmung breiter Bevölkerungsschichten durch Abgabenlaststeigerung, Absenkung des Lohnniveaus und so weiter, Absenkung des Rentenniveaus sowie der Chaotisierung und Entdemokratisierung der Staaten. Und die großen Glaubensbekenntnisse dieser Zeit waren eben, ich nenne das eine unheilige Dreifaltigkeit, Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung.
Und die Propagandaformeln, die klingen uns alle noch in den Ohren. Wir brauchen mehr Reformen, wir brauchen Reform, Staccato, Reformstau. All dieser ganze Bullshit, mit dem sie uns die Ohren voll gedröhnt haben. Die Kassen sind leer, wir brauchen den schlanken Staat und so weiter und so weiter. Ja, und was ist mit der EU? Und da kann man auch sagen, die EU war ja nie ein Projekt der Demokratie oder für die Demokratie, sondern sie ist mittlerweile das, wofür sie auch erdacht war, nämlich sie ist Konzern Europa und verwirklicht die Interessen der Konzernwirtschaft und ist zusätzlich noch ideologischer Flugzeugträger US-amerikanischer Interessen. Kriegsstaat nach außen. Die finalen Weichen für den aktuellen Zustand der Welt wurden seit dem Zerfall der UdSSR, seit der Wende 89-90 gestellt. NATO- und EU-Osterweiterungen in vielen Schritten seit 1999 führten in den laufenden Dritten Weltkrieg, der noch immer so ein halb heißer Krieg ist, aber mal sehen, wozu die noch in der Lage sind. Das Ziel war und ist die geopolitische Neuordnung und gar nichts. Das grundsätzliche Ziel der EU- und Osterweiterungen war, ich gehe da jetzt vertieft nicht drauf ein, dass der Westen, insbesondere das westliche Kapital, den großen Fuß auf die Eurasische Platte setzt. Und deshalb auch der ganze Ukraine-Krieg als Sollbruchstelle für Russland. Also das geht ja dann auch zurück locker bis Anfang der 90er Jahre wurde Russland als neuer Feind aufgebaut. Ich mache es ganz kurz. Die organisierte strukturelle Friedlosigkeit ist den USA als Kriegsstaat in die politische DNA eingeschrieben und die politischen Kasten Europas orientieren sich mittlerweile an den USA oder schon lange an den USA und transformierten unsere Länder in Vasallenstaaten und Bananenrepubliken. Deutschland war seit dem Zweiten Weltkrieg nie etwas anderes. Und dann als großes Bonbon für uns alle haben sie sich dann schließlich die Corona-Krise ausgedacht, die Corona-Nummer ausgedacht. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die wäre nicht möglich gewesen ohne den 30- bis 40-jährigen Unterbau im Rahmen der neoliberalen Konterrevolution. Und das Kernstück eigentlich der Corona-Krise war jenseits dieses Impftotalitarismus die Realisierung des Ausnahmezustandes. Und da haben sie schon mal geprobt, wo sie hinwollen. Der Ausnahmezustand ist nichts anderes als das Aussetzen aller Rechte der Bürgerinnen und Bürger, um das ganz klar zu sagen. Und die Regierungen statteten sich im Zuge dieses Ausnahmezustandes mit totalitären Vollmachten gegen uns aus. Das kennt ihr alle noch, ihr habt es alle noch in den Knochen sitzen. Ausgangssperren, Lockdowns, Impfterror wurden zur neuen Normalität erklärt. Das Ganze nennt sich aber im Rahmen der Kriegführung ganz anders, nämlich Operations Other Than War. Das ist offizielle Kriegführung. Die führen Krieg gegen uns. Der Ausnahmezustand ist ein nicht erklärter Bürgerkrieg. Und der schneidige Intellektuelle, aber Faschist und Haus- und Hof-Jurist im Hitler-Regime hat ja gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand herrscht. Und genau da stehen wir. Aktuell ist dieser Ausnahmezustand etwas konserviert, aber den können die jederzeit wieder im Rahmen ihrer Infektionsschutzgesetze aktivieren. Machen wir uns da nichts vor. Der Giorgio Agamben hat dazu gesagt, Giorgio Agamben ist Philosoph in Italien, ich denke, er ist einer der weltführenden Philosophen überhaupt, hat auch dieses Bändchen geschrieben, Ausnahmezustand, hat die Bände geschrieben, Homo Sacer. Sehr schwer zu lesen, aber man muss die auch nicht von vorne bis hinten lesen, gewisse Sektionen lesen, da ist richtig Tiefgang. Er hat gesagt, einer der wesentlichen Züge des Ausnahmezustandes, nämlich die über vorübergehende Abschaffung der Unterscheidung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative, zeigt hier die Tendenz, sich in eine ständige Praxis des Regierens zu verwandeln. Also die vorübergehende Abschaffung über den Ausnahmezustand wird Praxis des Regierens. Da stehen wir heute. Annette, bitte nochmal, Seite 109.
zum totalen Umbau. Ja, das ist jetzt ein Text von Uli. Der totale Umbau der Gesellschaft erfolgte so unterschwellig, dass ihn die Mehrheitsbevölkerung gar nicht wahrnahm. Da kann man den globalistischen Tätern eigentlich nur zurufen, Hut ab, perfekt eingestielt. Unter dem Vorwand, den Planeten retten zu wollen, haben die Globalfaschisten unter Führung der USA stets nur ein einziges Ziel vor Augen, sich selbst und damit das globale kapitalistische System zu retten. Mit zunehmender Zentralisierung fällt es ihnen leichter, dieses Ziel umzusetzen. Daher wollen die Täter die europäischen Nationalstaaten zersetzen und später in der neuen Weltordnung aufgehen lassen. Doch damit nicht genug. Sie wollen zudem Russland und China erobern und beiden in der angestrebten unipolaren Weltordnung den eigenen Willen aufzwingen. Darüber hinaus wollen die Globalfaschisten nicht nur die Natur, sondern ebenfalls den Menschen für ihr neues Profitregime zu kommerzialisieren, bis hinein in die Zelle und das menschliche Genom. Eine Strategie bleibt dabei allerdings beim Alten. Alle von ihnen angerichteten Schäden werden sie weiterhin, wie bei Bankenrettungen vorexerziert, auf die Völker zur Kasse bitten. Die völlige Kommerzialisierung des Menschen lässt sich nur in ein Gewaltregime neuer Prägung umsetzen, das den alten, seit Jahrhunderten bekannten Gewaltapparaten aus Militär, Geheimdiensten und Polizei neue hinzufügt. Vor allem muss dieses Gewaltregime sicherstellen, dass die meisten Menschen es aufgrund seiner schleichenden, krebsartigen Wucherungen nicht als neues, subtiles und ausgefeilteres Gewaltregime erkennen. So wie es aktuell aussieht, scheint ihnen das auch zu gelingen. Ich habe jetzt noch 4 Folien Deutschland abwickeln, wie sie das machen. Seit der Wende erfolgte ein massiver Wandel im Selbstverständnis des politischen Establishments. Die Politik versteht sich fortan nicht mehr als Repräsentantin der Gesellschaft. Im Gegenteil. Die moderne Regierungsführung wurde von einer Global Governance Ideologie abgelöst, in der die Stimme der Bevölkerung gar nicht mehr repräsentiert werden soll. Ihr sollt gar nicht mehr repräsentiert werden. Die Stakeholder Governance ist nichts anderes als antidemokratische Zentralisierung von Macht und Reichtum. Ich nenne das zentralistischen Internationalismus. Stakeholder, das sind all die mächtigen Gruppen, die solche Typen wie der Klaus Schwab zusammenführt in seinem World Economic Forum. Das sind Regierungen, das sind die Reichen und die Superreichen, das sind bestimmte Umweltschutzorganisationen, die sie natürlich auch gekapert haben und so weiter. Also, aber nur nicht wir. Wir kommen da gar nicht vor, um das klar zu sagen. Regierungen, Parteienkader und technokratisch-bürokratische Apparatschicks mutierten zu Erziehungsberechtigten des Souveräns. Eigentlich war das ja mal so gedacht, dass wir in einer Demokratie der Souverän sind, sind wir aber nicht mehr. Also die sind jetzt, Frenzinäser und Konsorten, sind jetzt die Erziehungsberechtigten, unsere Erziehungsberechtigten im Freiluftlaufstall und Umerziehungslager Deutschland. Vergleichbare Prozesse laufen aber in der gesamten EU ab. Und dann muss man eben auch noch sehen, dieser ganze Kampf gegen rechts ist ja auch so eine Schmierenkomödie. Und diese Verwischung von rechts und links verstehen viele bedauerlicherweise auch nicht. Denn wir werden ja nach der neoliberalen Konterrevolution regiert von ultrarechten Regimen. Diejenigen, die da schwadronieren, wir würden jetzt vom Sozialismus oder Kommunismus eingeholt, da kann ich nur sagen, Leute, ihr habt gar nichts verstanden. Ja? Also wir werden von ultrarechten Regimen regiert und das Ultrarechte an diesen Regimen ist nämlich, dass sie die totale Umverteilung von Einkommen und Reichtum von unten nach oben realisieren. Das ist das Kennzeichen von ultrarechten Regimen im Rucksackpack mit Repression nach innen. Das ist Kennzeichen für rechte Regime. Und das Linke daran, oder vermeintlich Linke, ist, sie bedienen sich zur Durchsetzung dieser ganzen Perversionen stalinistischer Methoden. Das ist das Pseudo-Linke daran.
Deutschland abwickeln. Verstärkt seit Corona werden Staatsanwaltschaften und Gerichte als Herrschafts- und Hilfsinstrument der Politik gegen kritische Bürger in Stellung gebracht. Ist nichts Neues. Hatten wir von 33 bis 45 schon mal und davor auch. Ist nichts Neues. Also der ganze juristische Apparat ist nichts anderes als Teil des Machtapparates und hat mit Gewaltenteilung im Grunde genommen gar nichts mehr zu tun. Wenn Sie sich noch mit Ihrem Partner zanken und dann kommt es irgendwie mal zu einer Eheauseinandersetzung vor Gericht, das kriegen Sie vielleicht noch auf die Kette. Oder wenn der Pflaumenbaum also die Pflaumen auf Ihrem Grundstück abwirft und Sie geraten in Krieg mit Ihrem Nachbarn darüber, das kriegen Sie im Gericht auch noch geglättet. Aber wenn es um politische Prozesse geht, ist Essig, liebe Leute, dann ist Feierabend. Dann holt der Staat die Eisenfaust raus mit Hilfe seiner juristischen Apparate. Im Wege einer staatlichen Vorwärtsstrategie sollen so kritisches Verhalten oder unliebsame Äußerungen unterbunden werden oder zumindest für euch zum Risiko gemacht werden. Ne? Man zerrt euch vor Gericht und dann kriegt ihr also einen Strafbefehl, weil ihr was Falsches gesagt habt und sollt mal 4.000, 5.000 Euro bezahlen. Dann müsst ihr sehen, wie ihr aus der Nummer wieder rauskommt. Da müsst ihr nämlich nochmal 5.000 Euro der ganzen Scheiße hinterher schmeißen, damit ihr irgendwo nachher zwar nicht ökonomisch unbeschadet, aber zumindest damit ihr wenigstens freigesprochen werdet. Das dürft ihr euch dann erkämpfen. Also das sind die Standardpraktiken in totalitären Staaten. Und Zensur und Einschüchterung ist ja nichts Neues für euch, erfolgen heute auf breiter Ebene. Deutschland abwickeln. Diese ganze Wokeness-Nummer, die hatte ich vorhin schon angesprochen, um den politisch orientierungslosen, zumeist jugendlichen Segmenten der Gesellschaft Plattformen vermeintlicher Sinnerfüllung zu liefern und auch für den entsprechenden Frustrations- und Aggressionsabbau zu eröffnen, erfanden die PSYOP-Krieger, das kommt alles aus den USA, der ganze Irrsinn übrigens, diese ganze Nummer der Wokeness. Dazu gehört Political Correctness, Genderism, LBTQXYVP, MeToo, Black Lives Matter, Blockupy, Occupy, Cancel Culture, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Last Generation und so weiter. Und diese ganzen Erfindungen, die haben ja so eine Halbwertszeit von 1 bis 2 Jahren und dann sind die wieder vergessen. Und dann kommt wieder was Neues aus der Pipeline. Ne? Auch mal darüber nachdenken vielleicht. Das heißt nicht, dass nicht bestimmte wichtige Anliegen für junge Leute da nicht auch aufgehoben sein können oder sogar für die Gesamtgesellschaft da aufgehoben sein können und angesprochen werden. Das ist nämlich so. Aber kritisch wird es immer dann, wenn daraus eine Staatsreligion gemacht wird. Und das ist das Perverse und das ist das Üble. Also, bei der ganzen Wokeness-Nummer handelt es sich um eine umfassende psychologische Operation, eine Kulturrevolution von oben mit dem Ziel der Umprogrammierung einer ganzen Generation. Bei uns kriegen sie das nicht mehr so hin, aber wir haben noch so 10, 20 Jahre, nicht? Dann geht bei uns das Flämmchen aus, wenn wir dann nicht noch schon verblödet sind bis dann. Und dann sind aber die jungen Leute dran. Diesen ganzen Staatsterror der Zentren der Macht hinter sich haben. Und wie die dann einen demokratischen Staat führen wollen, das ist mir völlig schleierhaft. Letzter Punkt, Deutschland abwickeln, das macht man natürlich insbesondere über die Maximierung der Staatsschulden. Sie wissen oder ihr wisst, was die in den alleine seit Corona für Schäden hier angerichtet haben, die sind derart astronomisch, die gehen in die Billionen. Ich rede gar nicht mal von der gesellschaftlichen und innergesellschaftlichen Schädigung und auch der Bewusstseinsschädigung. Ich rede rein von der materiellen Ebene jetzt. Das heißt also, diese gigantischen Schulden, die sie jetzt noch weiter aufhäufen mit ihrem Kriegsirrsinn, die werden dann die Generationen, die heute schon nichts kapieren, abzuarbeiten haben. Annette, bitte noch mal ein Zitat, Seite 112. Um den transatlantischen Kapitalismus zu erhalten, müssen sich ganze Heere an Funktionseliten über viele Jahre hinweg gefragt haben, was müssen wir tun, um den Kapitalismus zu retten und unsere Herrschaft als System des Herr-Knecht-Verhältnisses nicht als Neuauflage des Faschismus erscheinen zu lassen. Und die Antwort konnte nur lauten: Wir müssen als seine Negation erscheinen.
dem bekannten politisch engagierten italienischen Schriftsteller Ignazio Silone, der von 1900 bis 1978 gelebt hat, wird folgendes Zitat zugeschrieben. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Nach all seinem Terror und all seinen Verbrechen war klar, der Faschismus konnte nie wieder im alten Gewande auftreten. Er musste seine Methoden und Verfahren vollkommen wandeln, um erneut die Herrschaft an sich zu reißen. Der neue Faschismus, der keiner sein will, ist die totale Herrschaft, die von oben über die Menschheit kommt. Über Konzerne und privatisierte Regierungen, internationale Institutionen etc., deren Vertreter von keinem Volk dieser Erde demokratisch legitimiert wurden. Um die Menschen zu verwirren und die totalitäre Agenda voranzutreiben, mussten zahlreiche Begriffe auf den Kopf gestellt werden. In Deutschland nahmen die totalitären Entwicklungen nach der Wende verstärkt seit den Bankenpleiten 2008 nochmals an Fahrt auf und die alten Begriffe mussten durch neue ersetzt werden oder eine totale Wandlung erfahren. In jedem Fall mussten sie fortschrittlich erscheinen. Ich nenne nur 2, 3 Beispiele. Aus Fremdenhass und Rassismus wurde der Multikulturalismus. Aus dem Krieg die humanitäre Intervention. Aus dem Völkerrecht die regelbasierte Ordnung. Aus Systemkritikern, Verschwörungstheoretiker und Antisemiten. Aus der Gesellschaft das auf sich gestellte autonome Individuum. Aus der Familie die Patchwork-Familie. Alle haben mitgekriegt, dass jetzt 4 sich als Eltern eintragen lassen dürfen. Okay. Ja. Ja. 4 Menschen dürfen sich als Eltern eintragen. Okay, also Biologie ist abgeschafft. Und aus der Zweigeschlechtlichkeit der Transgenderismus. Das waren nur wenige Beispiele von denen, die hier vorkommen. Ja, ihr Lieben, ich gehe jetzt dazu über, das, was für mich eigentlich heute Abend im Zentrum steht, nämlich die Gegenüberstellung dessen, was der traditionelle Faschismus war und welche Elemente er beinhaltete und welche dieses neue totalitäre Regime, das ich genauso hätte bezeichnen können als der neue Totalitarismus oder so, aber ich habe es eben absichtlich bezeichnet als den neuen Faschismus, der keiner sein will, nicht zuletzt auch aus Provokationsgründen. Und wer Bücher machen will, der sollte sich immer knallige Titel überlegen, denn darüber werden die Bücher unter anderem auch verkauft. Und da haben wir uns immer sehr viele Gedanken zugemacht. Also, ich fange mal an. Wenn es ermüdend wird, bitte die weiße Flagge hissen und dann machen wir eine Pause. Wieder ja, genau. Ja. Also, aber wie gesagt, ich kommentiere das auch noch, vielleicht wird es dann nicht ganz so öde. Der traditionelle Faschismus, ich stelle dir das jetzt immer gegenüber, und nochmal, das ist zum großen Teil nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ist die Erkenntnis dessen, was eben Umberto Eco herausgearbeitet hat und was der Richard Löwenthal herausgearbeitet hat. Das sind im Grunde genommen hier für mich wichtige Haltelinien, die herausgearbeitet haben, was den alten Faschismus anbelangt, was den neuen Faschismus, der keiner sein will, das ist von mir. Aber die Traditionslinien des Faschismus sind von denen. So, ich beginne. Der traditionelle Faschismus war dadurch gekennzeichnet, dass es sich um eine legale Staatsübernahme handelt. Legale Staatsübernahme, aber nach innergesellschaftlichem Terror und massiver Gewaltanwendung nach innen. Aber es war kein Staatsstreich. Hitler und Mussolini sind nicht durch Staatsstreich an die Macht gekommen. Was haben wir heute? Heute haben wir es mit einem gewaltfreien, schleichenden, langjährigen Putsch von oben zu tun, und zwar durch innere Zersetzung. Ich hatte vorhin gesagt, marktradikaler Staatsumbau über Demokratie- und Sozialstaatserosion und vor allen Dingen, und jetzt sind wir ja im fundamental materiellen Bereich, nämlich über Raub und Plünderung des Staatsvermögens.
Die haben das gesamte Staatsvermögen der Bundesrepublik Deutschland übereignet an internationale Finanz- und Großkonzerne. Ja? Und die ganzen Perversionen, dass nichts mehr funktioniert draußen, hat alles damit zu tun. Umverteilung des gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtums von unten nach oben in die Schmarotzer-Segmente selbsternannter Eliten über Ressourcenabschöpfung. Traditioneller Faschismus, die Demokratie ist abgeschafft. Und heute haben wir eine Situation, da haben wir, das war ja auch der Titel unseres ersten Buches, eine Schein- und Fassadendemokratie auf der Grundlage weitgehend gleichgeschalteter parasitärer Parteieneliten. Gleichgeschaltet. Sie erkennen eigentlich keinen grundsätzlichen Unterschied, wenn Sie mal in diesen Bundestag hineinschauen, von der Grundorientierung her dieser Parteien. Deshalb sage ich, die bedienen alle eine mehr oder weniger gleiche Grundideologie. Und ich sage, das sind Parteien, Oligarchien, die unseren ehemals demokratischen Staat gekapert haben. Der traditionelle Faschismus verstand sich als zivilisatorische Mission einer Herrenrasse. Was haben wir denn heute? Der Neoliberalismus und die sogenannten westlichen Werte waren und sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sagen, ja, wir müssen unsere Demokratie exportieren, also eine Demokratie, die im Grunde genommen schon abgeschafft ist, die müssen wir jetzt exportieren und das ist unsere zivilisatorische Mission. Das ist die zivilisatorische Mission des Westens. Faktisch jedoch haben wir es hier mit nichts anderem zu tun, als mit einer verbrämten Hybris und einer Art säkularisierten Religion halluzinierter Alternativlosigkeit. Die halten sich für alternativ, die halten sich für gottgleich. Die haben sie nicht mehr alle. Im traditionellen Faschismus stand der Führer im Zentrum des Herrschaftsapparates. Er war Exekutive, Legislative und Judikative in Personalunion. Und wie ist das heute? Ich sage, wir haben einen Kollaps der Gewaltenteilung und die Exekutive, die lebt ihre Allmachtsfantasien aus. Da sehen Sie ja auch jeden Tag, wie Franzi Näser da ihren ganzen Mist da in die Welt posaunt und ihre Gesetze durchzukriegen versucht. Das ist ja einfach nur noch gruselig, ja? Also komme ich gleich noch zu. Ne? Hinweisgeberschutzgesetz, spätige Völkspitzel und Denunziantengesinnungsförderungsgesetz. Also die Regierung bestimmt aber im Rahmen dieses Kollapses der Gewaltenteilung über die Mehrheitsfraktionen eigentlich allein über die Gesetzgebung. Dann ist unser Parlament oder sind die Parlamente hochgradig lobbyisiert. Und wir haben eine politische Justiz als Kampfarm der Justiz. Wenn ihr nicht spurt, politisch, kommt die Justiz. Das ist ihr Kampfarm. Traditioneller Faschismus. Der Staat regiert im Ausnahmezustand als Dauerzustand, habe ich vorhin schon was zugesagt. Ich führe jetzt hier gerade aber wieder einen neuen Begriff ein. Der Staat regiert als biopolitischer Sicherheitsstaat im Ausnahmezustand. Im jederzeit aktivierbaren Ausnahmezustand. Und zwar über die Hygienediktatur, über den Hygieneterrorstaat. Durch Infektionsgeschütze, Schutzgesetze und durch neue WHO-Pandemien. Da basteln sie ja sehr, ganz schwer dran, jetzt da das Pandemiegesetz durchzukriegen, was sie sich da denken. Und die International Health Regulations versuchen sie auch durchzukriegen, damit wir nach deren Pfeife tanzen. Der Ausnahmezustand nochmal wird Normalzustand des Regierens. Dann haben wir aber eine Situation, die gab es im alten Faschismus und im traditionellen Faschismus noch gar nicht, nämlich die ideologische Gleichschaltung der Parteien unter dem Marktradikalismus. Hatte ich vorhin schon gesagt, die CDU und die FDP mussten nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt gar nicht transformiert werden. Die hatten immer ihre Wurzeln im Faschismus. Ja, muss man ganz klar sagen, auch personelle Kontinuitäten bis in den Herrschaftsapparat hinein. Transformation der Sozialdemokratie erfolgte dann vom demokratischen Sozialismus, Partei des demokratischen Sozialismus,
zur Akteurin des Neoliberalismus und der NATO-Vorstellung, wie ich sage, des NATO-Imperialismus bis hin heute zum Transhumanismus. Die spannendste Transformation haben eigentlich die Grünen durchlaufen, denn die waren ja früher mal eine öko-anarchistische Bewegung, das muss man sich mal reintun. Ja? Also zu dem Tod von Gerd Bastian und Petra Kelly möchte ich mich jetzt hier nicht äußern. Ich kann nur sagen, dieser Tod war eine Grundvoraussetzung zur Transformation der Grünen nach innen. Und wie die zu Tode gekommen sind, da lasse ich mich jetzt hier nicht drüber aus, weil da muss ich mich dann in Spekulationen ergehen, aber meine Tendenz der Argumentationsführung dürfte hiermit klar sein. Also, Transformation von öko-anarchistischer Bewegung zu einer humanitären Hurra-Interventionspartei, das muss man sich mal reintun, und zum woken Totalitarismus. Und da müssen Millionen und Abermillionen der Transatlantiker geflossen sein oder aus den USA geflossen sein, um diese fundamentale Transformation der politischen Zustände in Deutschland zu realisieren. Ein ganz spannender Prozess. Unglaublich spannend. Da sage ich als Fazit, geistiger und ethisch-moralischer Verfall der Herrschaftsparteien bis hin zur intellektuellen Idiotisierung. Die haben sie nämlich nicht mehr alle. Die haben voll einen an der Klatsche. Ja? Herrschaftsparteien werden zu Kollaborateuren der Globalfaschisten und des Kriegskomplexes. Und wer glaubt, kann das natürlich gerne glauben, da will ich auch nicht viel gegen sagen, glaubt, die AfD sei also die große Alternative. Aus meiner Sicht muss ich den enttäuschen, denn die AfD ist nichts anderes als ein Krisenprodukt. Der Faschismus ist auch selber ein Krisenprodukt des Kapitalismus. Und die AfD ist ein Krisenprodukt des ideologisch gleichgeschalteten politischen Establishments. Ist ein Krisenprodukt, denn wenn wir nicht so viel Scheiße angerichtet hätten, hätten wir die AfD gar nicht. Ja? Und die AfD ist nichts anderes, da müsst ihr mal genau hinhören, Partner des Marktradikalismus, und die Naht, wenn die in irgendeiner Machtkonstellation nachher im Bund stehen sollten, werden die einen Deuvel tun, kritische Worte gegen die NATO zu äußern. Können wir uns alles von der Backe putzen. Im traditionellen Faschismus kann man eigentlich sagen, das organisierte Politverbrechen übernimmt den Staat, der Staat mutiert zum organisierten Politverbrechen. Da sehe ich keinen so wahnsinnigen Unterschied zu heute. Der Staat im traditionellen Faschismus ist nationalistisch, chauvinistisch, rassistischer, totaler Staat, also hochgradig rassistisch angelegt. Und heute haben wir eine Situation, da sehe ich es so, dass das Nationalchauvinistische raus ist, das Rassistische ist eigentlich auch raus, aber wir haben eine völlig andere Formation des Staates, nämlich als zentralisierten totalen Superstaat. Und der manifestiert sich in den elitären, autoritären, faschistoiden, supranationalen Sammlungsbewegungen, als da sind WEF, Vereinte Nationen, WHO, EU, NATO, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, IWF, also Internationaler Währungsfonds, Weltbank, Medienkonglomerate, ganz wichtig, Geheimdienste und dann die unzähligen Hintertürorganisationen wie Bilderberger und so weiter alle, da wo sich die Eliten heimlich treffen und dann den ganzen Scheiß gegen uns auskochen. Also eine unglaublich interessante Verschiebung, die da stattgefunden hat. Im traditionellen Faschismus haben wir nicht den Missbrauch internationaler Organisationen, weil die damals noch gar nicht so ausdifferenziert waren. Ich habe die gerade genannt. Die sind die Steuerungszentralen der Globalfaschisten. Wie gesagt, das gab es im traditionellen Faschismus noch gar nicht. Im traditionellen Faschismus war die Nation und der Nationalstaat die zentrale Identifikation neben dem Führer, den Führungsfiguren des Faschismus. Und heute haben wir eigentlich die folgende Sachlage. Wir steuern auf eine New World Order zu.
die den Nationalstaat auf seine Ordnungskontroll- und Repressionsfunktion gegenüber den Völkern reduziert. Das machen die nämlich. Also die bestimmenden Botschaften und die bestimmenden Befehle kommen von oben und haben mit Demokratie gar nichts mehr zu tun. Aber der Nationalstaat, die werden den Deubel tun, die werden den Nationalstaat nicht abschaffen. Die werden nur den Nationalstaat als demokratischen Nationalstaat, so wie wir ihn kannten, abschaffen. Ja, die brauchen den Nationalstaat weiter als Kontroll-, Ordnungs- und Repressionsapparat gegenüber der eigenen Bevölkerung. Alles das läuft. Wir hatten einen nationalen Faschismus damals und heute haben wir einen transnationalen Konzernoligarchen- und Elitenfaschismus. Der Mussolini hat mal gesagt, der Kern des Faschismus ist der Korporatismus, das Zusammenwachsen zwischen ökonomisch mächtigen und politischen Entscheidern. Heute haben wir nichts anderes. Die Etablierung Konzern Europas ist für uns aktuell ja die wichtigste Funktion auch der EU und ihrer Bürokratie. EU-Korporatismus ist die Verschmelzung von Politik und Konzernen zum Schaden der Demokratie. Die EU ist ein antidemokratisches Subkonstrukt der globalfaschistischen New World Order. Europäische Eliten sind Agenten der neokonservativen US-Faschisten des US Deep State. Wer wissen will, was der Deep State ist, kann ich vorne noch definieren. Habe ich alles zugeklappt, die ganzen Folien. Im traditionellen Faschismus erfolgte die Finanzierung natürlich durch nationales und internationales Kapital. Heute haben wir das genauso, nur auf völlig anderen Dimensionen. Die Finanzierung der europäischen Demokratiezerrüttung erfolgt durch BlackRock und Co., City of London, durch superreiche Einzelpersonen, sowie transnationale Konzernoligarchen und Elitenformationen. Und das wissen Sie oder wisst ihr, BlackRock und Co. verfügen, alleine die ersten paar verfügen über eine Investitionspower von 100 Billionen. Damit kannst du Staaten aufkaufen, Regierungen kaufen, Parlamente kaufen, Medien kaufen, damit kaufst du alles. Das ist die bittere Sachlage. Im traditionellen Faschismus steht die Staatsräson über allem, das ist dasselbe wie heute. Wir haben oligarchische Herrschaftsklicken des Parteienstaates ersetzen die Volkssouveränität durch Parteiensouveränität und Staatsräson. Parteienstaaten sind Führerstaaten nach Kanzlerprinzip. Parteienstaaten sind Führerstaaten nach Kanzlerprinzip, denn der Kanzler bestimmt hier, was Sache ist. Insoweit ist es nichts anderes als autokratisch. Wir leben in einer autokratischen Wahloligarchie hinter demokratischer Fassade. Ich hatte es vorhin schon gesagt, im traditionellen Faschismus war der Führer oder ist der Führer die heroische Figur, nicht diese gottgleiche Oberfigur, die Nation als Führerstaat, der Führerstaat als Nation. Das haben wir heute alles nicht mehr. Wir haben heute, guck dir doch mal diese Pappnasen an, die da uns angeblich repräsentieren. Die sind heute weg und morgen sind die schon wieder vergessen. Also die haben eine andere Funktion. Sie haben Administrativfunktion für andere. Ganz wichtig im traditionellen Faschismus war die verantwortungsfrei organisierte Herrschaft anonymer Technokraten- und Bürokratenregime. Absolut identisch heute. Ja. Versuch mal, irgendeinen Bürokraten aus irgendeinem Ministerium verantwortlich zu machen für den Dreck, den er anrichtet. Aussichtsloses Unterfangen. Aussichtsloses Unterfangen. Aussichtsloses Unterfangen. Jetzt schon? Ja, klar. Ich hatte vorhin schon gesagt, im traditionellen Faschismus ist der Führer die Exekutive, Legislative und Judikative in Personalunion. Das bedeutet gleichzeitig, der Führer steht über dem Recht. Das Recht ist auch auf den Führer und den faschistischen Staat zugeschnitten. Was haben wir denn heute? Heute haben wir eine Situation, in der dieser Rechtsstaat mehr oder weniger zumindest kollabiert ist in der Weise, dass das Recht nicht für alle gleich gilt.
Das heißt, die politischen und Wirtschaftseliten sind straf- und zivilrechtlich eigentlich gar nicht zu packen. Sie sind nicht angreifbar, sie haben sich faktisch immunisiert. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als Kollaps des Rechtsstaates. Was anderes ist das nicht. Wer für sich Exklusivrechte in Anspruch nimmt, kann von sich nicht behaupten, der ein Demokrat zu sein. Punkt. Fertig. Im traditionellen Faschismus Führer, Nationen und faschistische Organisationen waren eben sehr stark an dieser Blut- und Bodenideologie orientiert. Die stand im Mittelpunkt sogar. Das haben wir heute nicht mehr. Derartige Rituale, Symbole und Organisationen und Suborganisationen sind illegal, sind verboten. Mal was Vernünftiges. Im traditionellen Faschismus ist aber Folgendes auch ganz, ganz wichtig, nämlich das Kollektiv der ideologisch homogenen Masse unterwirft sich opferbereit Führer und Nation. Sonst wäre der Faschismus gar nicht möglich gewesen. Positive Identifikation der Massen mit Führer und Staat. Ohne dem wäre Faschismus nicht möglich gewesen. Was haben wir heute? Wir haben heute eine angstgetriggerte Masse, die unterwirft sich opferbereit dem Spritzen- und Maskenregime und der Corona-Diktatur, dem Hygienestaat, dem biopolitischen Sicherheitsstaat. Und wir haben heute eine Situation, in der die Mehrheit, das Mehrheitskollektiv, sich mit den staatlichen Erlösern von allem Übel identifiziert, was es auch immer sei, nicht? Der böse Russe ist es aktuell, vorher war es die Virengefahr, die lassen sich noch was anderes einfallen, ist völlig klar, auf jeden Fall, das Mehrheitskollektiv unterwirft sich als neu formatierte Angstmasse dem staatlichen Erlöser und wirft sich dem an die Brust. Also würde ich das eine mal sagen, im traditionellen Faschismus eine Art positiver Identifikation mit Führer und Staat und heute eine Art negativer Identifikation im Sinne der, man erwartet vom Staat, dass er dich vom Übel befreit. Also wir hatten im traditionellen Faschismus die begeisterten Massen, die den Führer und den Führerstaat trugen, das haben wir heute nicht mehr. Heute müssen die Politiker sehen, dass sie nicht mit faulen Eiern beschmissen werden und mit Tomaten. Auftritte entweder sehr, sehr selektiv, unter strengem Polizei- und Personenschutz, häufig auch im Wege des sogenannten Astroturfing. Das heißt also, wenn so ein Scholz da auftritt, dann könnt ihr sicher sein, dass da über Werbeagenturen bestimmt 100 oder 200 Taschengeldempfänger auftreten, die dann da irgendwelche Fähnchen winken. Also so weit ist das, so dieser Brezhnev-Reflex, ne? Kennen wir den? Im traditionellen Faschismus war es so, der verstand sich tatsächlich so, nämlich er befand sich im permanenten Krieg gegen innen- und außenpolitische Feinde. Das ist weitgehend identisch. Denn die Globalfaschisten führen nun Krieg gegen die Völker über den, wie ich es gesagt habe, den biopolitischen Sicherheitsstaat als Kriegsformation nach innen und als NATO-Expansionsformation und Kriege nach außen gegen Russland, China und den Rest der Welt. Ich habe die OOTW-Operationen genannt. Und dazu braucht man eben Militär- und Geheimdienstapparate. Die jüdische Weltverschwörung als Kernideologie des traditionellen Faschismus haben wir heute nicht mehr. Aber wir hatten damals und eigentlich weitgehend heute auch eine Art Massenwahn, Massenhysterie für Führer und Nation. Das waren Krisenprodukte, habe ich gesagt. Das galt im alten Faschismus. Und heute haben wir Massenwahn, Massenhysterie als Krisenprodukte des propagandistisch jederzeit aktivierbaren Terrors, Staatsterrors, Corona, Russenangst, Klimahysterie, Massenangstbewegung dient der Herrschaftssicherung durch Spaltung der Gesellschaft, machen die den ganzen Tag.
Die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, uns irgendwie gegeneinander aufzumischen. Und weil wir ja tagtäglich mit Müll befrachtet werden, mit geistigem Müll, den wir sehen im Fernsehen oder im Radio hören und so weiter, muss man eben einfach sehen, zu welchem Zwecke wird das gemacht, nämlich Spaltung der Gesellschaft. Im anderen Sinne müssen wir uns mal fragen, was haben die eigentlich seit 30 Jahren im positiven Sinne fürs Land und die Bevölkerung gemacht? Fällt euch da viel ein? Mir wenig oder gar nichts. Also das sollte eigentlich die Funktion einer sogenannten politischen Elite und ökonomischen Elite des Landes sein. Davon darf man gar nicht mehr reden von Elite, weil wir sowas haben wir ja auch gar nicht. Also das ist eine Feindformation, die hier gegen uns operiert. Wichtig im traditionellen Faschismus, hatte ich angedeutet, aber hier nochmal deutlicher, das Leben ist Kampf. Kampf ums Überleben. Da ging es um Erschließung neuen Lebensraums im Osten. Und diese ganze Staatsformation war eigentlich immer permanent mit Kriegsvorbereitungen gegen den äußeren Feind beschäftigt. Und im Zentrum stand was? Nämlich die Weltbeherrschung als Fernziel. Und dazu bedienten sich eben die Hitlerfaschisten in erster Linie, aber auch Mussolini, der Idee des imperialistischen Krieges als legitimes Mittel. Der Weltbeherrschungsanspruch war wichtiger Faktor für den Zweiten Weltkrieg und Krieg als Mission. Was haben wir heute? Kampf ums Überleben besteht im Neoliberalismus fort. Da kommt diese alte Ideologie, die schwappt wieder hoch. Nämlich, kennen wir auch alles, aber einfach nochmal rekapitulieren, Sieg der Starken über die Schwachen, haben wir alles gelernt in den letzten 30, 40 Jahren. Shareholder-Kapitalismus, Winner takes it all. Ne, also derjenige, der gewonnen hat, der eins aufs Maul gehauen hat, der nimmt also dir auch noch, räumt dir die Tasche aus. US-Weltbeherrschung ist aber im Rahmen des Westens ein hervorragendes, explizites Ziel. Als exzeptionelle Nation verstehen die sich, zur Weltführung berufen, America first, God's own country, NATO und EU-Osterweiterung, die Europäische Union hat sich selber eine Global Europe Strategy gegeben. Das sind imperialistische Projekte, nochmal mit der Ukraine als Sollbruchstelle des von USA und EU provozierten Russland-Konfliktes. Das, was da am 24.02.2022 passiert, ist nämlich die Intervention Russlands in die Ukraine, ist die Folge eines 20-jährigen Vorbereitungsprozesses, den sich die USA und die westlichen sogenannten Führungseliten hier geleistet haben. Ich sage, der US-Weltbeherrschungsanspruch ist nichts anderes als die Fortsetzung des Faschismus mit anderen Mitteln. Wer die Welt beherrschen will, ist eigentlich von einem totalitären System überhaupt gar nicht zu trennen. Weltbeherrschungsideologie ist nichts anderes als eine aufgeladene Obsession, eine aufgeladene Mission, ein Missionsdenken, Missionierungsdenken einer unglaublichen Hybris, einer Wertehybris und eines Demokratieverständnisses, was mit Demokratie ja überhaupt gar nichts zu tun hat. Und dazu bedienen sie sich aller möglichen Mittel und Perversionen, Militärinterventionen, hunderte Militärinterventionen, ein paar hundert Militärinterventionen, ich habe das auf den Folien drauf, seit 1798 der USA. Regime-Change-Operationen, Killen von unliebsamen Regierungen, also Assassinations und so weiter. Counterinsurgency-Operationen der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre in Mittel-Südamerika, auf den Philippinen und so weiter. Das ist alles, was dazugehört. 1000 Militärstützpunkte der USA und so weiter. Die Aufteilung der Welt in 6 Strategic Commands, das gehört alles dazu.
Im traditionellen Faschismus stand ganz oben auf der Agenda, dass also der Bolschewismus und die slawischen Untermenschen ausgerottet werden müssten. Das war ein maßgeblicher Kriegsgrund gegen Russland. Und wie gesagt, wie ich es angedeutet habe, spätestens Mitte der 90er Jahre bauen die US-Globalfaschisten mit ihren europäischen Vasallen Russland als neuen Feind auf. Der George Friedman hat gesagt, wir haben um Russland herum einen Cordon sanitär gelegt, um Deutschland und Russland voneinander zu trennen. Die Sprengung von Nord Stream durch die USA, das denke, das ist in diesem Kreis einigermaßen klar, steht in diesem Kontext. Das heißt, damit führen die USA nicht nur Krieg gegen Russland und die ganze Welt, sondern maßgeblich gegen ihre eigenen Verbündeten selbst. Deutschland und Europa stehen nun auf der Abschussliste, zwar nicht direkt, man bombardiert uns nicht, aber man saugt uns ökonomisch aus. Im traditionellen Faschismus ist der Militarismus systemisch. Die permanente Aufrüstung für Krieg und Eroberungsmissionen gehören zum Faschismus. Da kommen wir jetzt hin. Denn es ist euch bekannt, dieses Berliner Regime hat ja diese 100 Milliarden Euro Kriegsanleihe aufgenommen, Sondervermögen Bundeswehr nennt man das dann. Also es ist eine Kriegsanleihe, nichts anderes, Aufrüstungs- und Kriegsanleihe. Und damit haben sie aber den Hals immer noch nicht voll. Die brauchen nämlich noch mehr Kohle, um uns hier zu verarmen und ihren Irrsinn des Krieges gegen Russland und gegen China auf die Schiene zu setzen. Die NATO ist ein Kriegsbündnis und ist ein Verbundprojekt organisierter Friedlosigkeit, wie ich die nenne. Und wie ihr wisst, im EU-Lissabon-Vertrag von 2009 ist die permanente Aufrüstungsverpflichtung der europäischen Staaten bereits hineingeschrieben. 2009. Das bereitet man vor. Also Kriege oder Weltkriege werden systematisch vorbereitet, finanziell, logistisch, propagandistisch und so weiter. Auf allen Ebenen wird das lange vorbereitet. Man kann nicht von heute auf morgen in den großen Krieg eintreten. Das geht nicht. Das Ganze wurde im traditionellen Faschismus selbstverständlich religiös und von Phantasmen begleitet, überhöht. Der Hitler berief sich immer auf die Vorsehung. Vorsehung. In den USA ist das eigentlich ähnlich. Man beruft sich dort auf Gott. In God we trust, we are God's own country. Also wenn Sie nicht mehr weiter wissen mit Ihrer Argumentation, dann berufen Sie sich immer auf God's own country. We are God's und our troops are blessed und so weiter. Ne? Der Faschismus ist der traditionelle, eine klassische Form des Planimperialismus in Richtung Kriegswirtschaft. Was machen die heute? Die USA und die EU stellen auf Kriegswirtschaft um. Finanzströme werden in militärische Destruktion und innenpolitische Repressionsapparate umgeleitet. Und weil die Menschheit ja offenbar, oder weite Teile zumindest, oder wesentliche Teile, also voll einen an der Klatsche haben, deshalb haben wir uns ja dann nach dem oder kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, kurz vor dem vom Ende des Zweiten Weltkrieges dann Nuklearwaffenpotenziale schleichend zugelegt im Westen von den Atommächten zur sogenannten Abschreckung. Das ist nichts anderes als die potenzielle Vorbereitung eines Massenmordes von planetarischen Ausmaßen. Ich hoffe, ich muss das nicht mehr erleben. Im neuen Faschismus, der keiner sein will, gehört zu einer Zersetzungs- und Kriegsstrategie nach innen ein planvoller Menschenimport, um hier aus selbstverschuldeten Kriegsgebieten, wohl bemerkt. Also man zettelt auf der ganzen Welt Kriege an, zerstört denen die Länder, den Menschen, und dann werden die Flüchtlinge, weil sie einfach gar nicht mehr überleben können, sei es im Kriege nicht überleben können, sei es, weil man ihnen die Häuser weggebombt hat oder ihren Arbeitsplatz weggebombt hat. Und dann müssen die irgendwie sehen, dass sie da abhauen.
Und das ist dann dieser Menschenimport, der hier betrieben wird. Die saugen also vorzugsweise ja auch dann besser ausgebildete Menschen ab aus diesen armen Ländern, die sie selber zerlegt haben, oder aber auch ganze Massen, um hier einen internen Druck zu erzeugen der autochthonen Bevölkerung gegen die Zuwanderer. Und in den großen Städten haben wir bereits erhebliche Probleme. Das ist eine Kriegsstrategie. Das ist eine Pentagon-Undercover-Kriegsstrategie zur Schädigung Europas und Deutschlands mit dem Ziel der Desintegration und wirtschaftlichen Schwächung. Also, diese ganzen Migrationsströme seit 2015 unter Merkel sind Kriegsstrategie nach innen. Im traditionellen Faschismus spielte die Familie eine ganz entscheidende Rolle, aber natürlich für den Führer und den Führerstaat im Sinne der Arierproduktion, die kleinen blonden Arierkinder, die mussten ja alle produziert werden, damit sie dann auf dem Schlachtfeld für Führer, Volk und Vaterland geopfert werden konnten. Heute macht man das anders, man zerstört die Familie durch Transgenderismus und sonstigen Irrsinn. Aber Ziel ist hier die Gleichschaltung im Sinne einer neuen Staatsideologie, eines neuen Staatskonformismus. Nicht? Und wer diesen ganzen Irrsinn nicht mitmacht, dem macht man das Leben schwer. Annette hatte es vorhin schon vorgelesen, die neue Staatsreligion ist der Multikulturalismus und die Hassproduktion wird auf den nicht konformen innenpolitischen Gegner gehen. Aber wenn ihr das jetzt nicht ganz so toll finden solltet, dass immer mehr Menschen ins Land kommen, dann ist das völlig klar, dann seid ihr rechte, schlimme Spinner und was weiß ich, sonst nicht noch alles. Aber das Ziel ist eben nichts anderes. Sie wollen das Land zerstören, dem sie zu denen verpflichtet sind, laut Amtseid alleine, aber der hat keinerlei Funktion, der ist nicht strafbewehrt. Und ich habe ja vorhin ja auch schon gesagt, dass sie sich schutzsuchend hinter ihre Immunisierungsstrategie stellen. Im traditionellen Faschismus war die Aufstandsbekämpfung durch staatlichen Dauerterror virulent und tagtäglich erlebbar, jedenfalls für die Gegner des Regimes. Die anderen haben ja alle nichts zu befürchten gehabt. Und heute haben wir es so, dass Paramilitärs vorbereitet sind auf potenzielle Aufstände im Wege der Aufstandsbekämpfung inklusive Häuserkampf mit kriegsähnlicher Bewaffnung. Wir haben eine schnelle Eingreiftruppe in Vicenza, Eurogent vor. Wir haben 40.000 US-amerikanische Soldaten hier in Deutschland stehen, 10.000 britische. Und wir haben mehrere tausend, keiner weiß es, Geheimoperateure und Geheimdienst. Undercover-Truppen hier der CIA, auch noch in Deutschland. Also diejenigen, die hier die Revolution planen, die haben es nicht einfach. Der traditionelle Faschismus setzte die Opposition unter Dauerstress. Das macht man heute so, das macht man jenseits dieses biopolitischen Sicherheitsstaates oder bevor sie den biopolitischen Sicherheitsstaat rausgeholt haben, haben sie ja die Strategie der Spannung hier hochgefahren. Also die Angst in der Bevölkerung wurde schon vor Corona systematisch produziert. Wir hatten hier in Europa eine große Vielzahl an Anschlägen. Da fuhren dann immer irgendwelche Irren in den Weihnachtsmarkt oder sonstige Märkte oder nicht nur in Frankreich, in Paris, mehrfach Nizza, London, Madrid, Hanau, Berlin und so weiter. Also jede Menge Einsätze haben sie da gefahren. Das waren alles Geheimdienstoperationen.
Dann fiel der Personalausweis aus dem Himmel oder war also natürlich, weil das ist ja hochintelligent, wenn man also so einen terroristischen Anschlag macht, den Personalausweis gleich unter dem Autositz zu haben. Also da muss man schon dem wirklich ins Gehirn geschissen haben. Wer so seinen Terroranschlag plant, der sollte was anderes machen. Der traditionelle Faschismus war dadurch gekennzeichnet, dass er permanent Polizei- und Geheimdienstrepression und Dauerbeobachtung potenzieller Feinde sicherstellte. Das haben wir heute eigentlich ganz ähnlich, ne? Nur ist es nicht so, dass sie dich sofort verhaften und in irgendein Lager sperren. Das macht man heute eleganter. Wichtig ist natürlich noch, muss ich euch nicht sagen, der Verfassungsschutz hat mit dem Schutz der Verfassung nichts zu tun, sondern ist Staatsschutz nichts anderes derjenigen, die unseren Staat hier gekapert haben. Dazu bedienen sie sich einer Antifa, das ist diese Taschengeld-SA, die sie sich leisten, um alle Gegner oder Gegner jedmöglicher Provenienz irgendwie zu terrorisieren, zu belästigen oder mehr. Ja, ich komme dann zu dem Punkt Propaganda und Zensur. Allgegenwärtig damals, nicht, als Volksempfänger und dann diese gigantischen Aufzüge in Nürnberg, Reichsparteitagsgelände und dann diese brüllenden Idioten. Der Führer kam immer 1-2 Stunden später und hat die also absichtlich schon mal warten lassen, damit die Spannung stieg. Alles bei Dunkelheit und Fackelschein. Abends sind die Menschen also für Propaganda deutlich anfälliger, sollten diejenigen, die noch ins Fernsehen gucken, mal drüber nachdenken. Dann ist es so, wir haben heute also Propaganda und Zensur sind allgegenwärtig, aber die Machart von Propaganda und Zensur ist nicht identisch. Ich habe vorhin gesagt, die Masse wird neu formatiert, neu formiert und wird eben, wie ich es gesagt habe, zur propagandistisch aufgeladenen Angst- und medial verdummten Trägermasse des biopolitischen Sicherheitsstaates. Das heißt, die Herrschaftsklicken stellen sich erstmal im Wege der Volksverblödung die Massen her, in Anführungszeichen, die sie für die eigene Unterstützung nachher brauchen. Perfider und verkommener geht es eigentlich nicht, aber das ist bedauerlicherweise unsere mediale Wirklichkeit. Ich sage dann, die Masse ist gesteuerte, verunsicherte, hysterisierte und politisch apathische Verfügungsmasse der Herrschaftsapparate. Denunziation als Dauergefahr für Dissidenten haben wir heute eigentlich wieder. Nicht? Habe ich ja gesagt, spielige Völkspitzel und Denunzianten, Gesinnungsförderungsgesetz, Hinweisgeberschutzgesetz. Die Herrschaften in Berlin wollen 100.000 Anschwärz- und Anscheißstellen wollen die errichten, damit ihr also auch immer schön petzen gehen könnt. Nicht? Euren Nachbarn nämlich immer verpetzen, wenn da jemand irgendwie euch besucht, der da nicht hin soll. Oder wenn ihr euch versehentlich mal einen Mohrenkopf kaufen wollt in der Bäckerei. Nicht? Denn das gehört sich nicht. Ja? Man isst heute auch kein Jägerschnitzel mehr und Zigeunerschnitzel schon gar nicht. Ne? Zigeunerschnitzel mit Negersoße geht auch überhaupt nicht. Das gehört sich auch nicht. Also von daher, wenn jemand im Restaurant sowas macht, das geht überhaupt gar nicht. Und dann sind wir auch schon bei der kulturellen Aneignung. Ich würde euch empfehlen, das Kakao trinken sein zu lassen. Kaffee auch nicht. Exotische Früchte gehen gar nicht. Alles und beim Chinesen essen geht auch nicht. Also das wäre alles ein Grund, sagen wir mal, euch also oder den zu Beobachtenden also mal anzuschwärzen, mal gucken, nicht? Also Spaghetti essen ist so die Grenze, würde ich mal sagen. Die Faschisten waren natürlich keine Faschisten, die Faschisten waren auch keine Menschenfresser und waren auch natürlich keine Imperialisten und haben ja auch keine Leute umgebracht, denn die waren immer für Frieden und Freiheit. Hat der Adolf selber gesagt, für Frieden und Freiheit.
Nicht? Und damit waren die dann auch zufrieden. Und für Frieden und Freiheit sind die heute auch wieder alle. Ja. Deshalb haben wir ja dann auch diese Kriegsanleihe von 100 Milliarden und mehr. Ne? Weil wir für Frieden und Freiheit sind. So, die internationalen Organisationen, maßgeblich UN, WHO und EU, werden zu Wahrheitsministerien umgebaut. Es gibt dieses, wie heißt dieses neue Gesetz der EU, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, das Digital Service Act, genau, dankeschön. Da wird man euch dann in Zukunft abscannen oder gleich rausschmeißen, wenn ihr irgendetwas Unschönes gegen die Regierung sagt. Dann fliegt ihr nämlich aus den sozialen Medien, beziehungsweise die werden gleich ganz gesperrt. Wir haben im traditionellen Faschismus es mit einem kultischen Irrationalismus zu tun und okkulten Symbolismus. So, da kann man dann sagen, wie ist es denn dann heute? Denn das Corona-Regime hatte tatsächlich, da gibt es sogar ein Buch drüber, über den Kultcharakter dieses Corona-Regimes. Corona und Hygieneterror wurden kultisch. Nicht? Du musstest dir überall deine Hände desinfizieren, du musstest überall die Maske, also das war ein Kult. Das hatte mit Gesundheitsschutz überhaupt gar nichts zu tun. Ihr wurdet trainiert darauf, auf ein bestimmtes Verhalten festgelegt und das war Kult, eine Art von Kult. Aber dieses Kultische taucht auch bereits früher auf, nämlich im Zusammenhang mit 9/11, denn da hat George W. Bush ja schon gesagt, also das ist ein Kreuzzug gegen das Böse. Es geht noch weiter zurück. Der Reagan hat schon gesagt, also Russland ist das ultimativ Böse. Und diese Bush-Administration hat dann auch irgendwann mal die Axis of Evil erfunden. Ne? Also alle, die im Grunde genommen auf ihrer Abschussagenda standen, wurden zum Final Bösen erklärt, satanisch, wurden was Satanisches. Ja, zum okkulten Symbolismus lässt sich sagen, sowas Vergleichbares haben wir heute auch wieder, nämlich wir haben diese woke Regenbogen, diesen Regenbogen-Okkultismus, der als orchestrierte Regime-Dauerpropaganda Platz greift, nicht? Dann wird ja auch das Brandenburger Tor in den Regenbogenfarben wird ja dann angeleuchtet. Das solltet ihr mit eurem Haus zu Hause auch machen. Wir haben Political Correctness ist nichts Neues. Political Correctness war im Hitlerfaschismus und im italienischen Faschismus natürlich selbstverständlich. Und da haben sie dann so eine Art umgedrehte Cancel Culture gehabt und die bezog sich auf die minderwertigen Rassen, die mussten aus dem Volks... aus dem... nichts auf den Boden stellen, ne? Ist ja bescheiden, ne? Die mussten aus dem Volkskörper gecancelt werden. Ja, das macht man dann durch Vertreibung oder Ermordung und so weiter. Umfassender Kulturkrieg gegen nationale und regionale Traditionen. Also wer sich zur Nation in irgendeiner Weise bekennt, also auch ist Reichsbürger, ist Rechter, ist was auch immer, das macht man dann so, man führt hier die Ideologie von Political Correctness, Cancel Culture, Frühsexualisierung, sexueller Diversität, Genderismus, Transsexualität und so weiter ein und macht die zur Staatsideologie und beschäftigt damit also die Menschen. Wir werden beschäftigt. Ihr sollt beschäftigt werden mit irgendeinem Müll, egal was das jetzt ist. Ja, ihr müsst beschäftigt werden, damit ihr zu dem Eigentlichen, was hier im Westen abgeht, gar nicht erst kommt. Und ganz wichtig ist zu wissen, dass diese Transsexualität nichts anderes ist als die Vorbereitung des Transhumanismus. Steht in direktem Bezug zueinander. Also wer da nicht mitmacht, muss dann mit Rufmord rechnen, mit Ausgrenzung und vielleicht auch Jobverlust, nicht? Also Lehrer oder so, wenn den Mund aufmachen, geht gar nicht, bis hin zum Staatsterror.
Ich bin bald durch, hoffe ich. Ja, ich bin bald durch. Ja, also, dass die Juden vernichtet worden sind, ist völlig klar. Das muss ich hier nicht weiter erwähnen. Lass ich mal. Aber was manche vielleicht nicht wissen ist, weil die ja sagen, ja, das könnt ihr ja alles gar nicht vergleichen. Ich sage, ich will das ja gar nicht vergleichen. Ich gleiche nur ab. Ich gucke mir an, was waren die Ingredienzien des traditionellen Faschismus und was haben wir heute davon vergleichbar oder ansatzweise vergleichbar wieder? Oder was war im alten Faschismus nicht vorhanden und heute gibt es bestimmte Indizien dafür eines totalitären Staates und wenn die Hitlerfaschisten darüber verfügt hätten, über bestimmte Technologien, hätten die selbstverständlich für sich eingesetzt. Also insoweit kein Gleichsetzen, sondern ein noch nichtmals Vergleichen, sondern ein Abgleichen totalitärer Entwicklungen. Das ist das, was ich hier gemacht habe. In den USA gibt es Lager, 800 Gefangenen- und Konzentrationslager mit einer Kapazität von 16 Millionen. So viel hatten die Hitlerfaschisten nicht. 800 Gefangenencamps stehen bereit zur Aufnahme von Menschen. Sogenannte FEMA-Camps, Federal Emergency Management Agency, als Unterabteilung des Heimatschutzministeriums. Die werden aktiviert nach Ausrufung des Kriegsrechts durch den Präsidenten. Aber unabhängig davon, während der Corona-Krise oder des Corona-Faschismus, wie ich sage, gab es ja auch schon Quarantänelager des biopolitischen Sicherheitsstaates, nicht? Und wie weit die dann gehen, wenn sie sich ein neues Virus oder ein Bakterium oder was einfallen lassen, um die Bevölkerung neu zu terrorisieren, ist das überhaupt gar nicht ausgeschlossen, dass sie Quarantänelager für Bösewichte wie mich installieren. Ja, was haben wir weiter? Noch ganz interessant, also die Verfolgung von Sozialisten und Kommunisten, Dissidenten aller Art war Standard im traditionellen Faschismus. Und dann haben wir aber folgende Situation, die ist sehr, sehr bitter, nämlich mit dem Wegfall der Systemkonkurrenz seit 1990 haben wir es tatsächlich mit einem intellektuellen Kollaps der europäischen Linken zu tun. Und wenn wir eine funktionierende Linke gehabt hätten, säßen wir nicht so tief im Dreck wie heute. Eine funktionsfähige, politisch funktionsfähige, denkende und auch handlungsfähige Linke, die sich nicht selbst zerlegt hat oder hätte, dann sähe es heute ganz anders aus. Es ist so schlimm gewesen und ist auch immer noch so schlimm, dass Teile der Linken in Kollaboration mit dem Corona-Regime standen und damit mit den Globalfaschisten gemeinsame Sache gemacht haben, wenn auch nicht unbedingt aus hinterhältigen Motiven, sondern aus Angst in der Hose. Fehlende Systemkritik aufgrund von Unterwanderung. Die haben eigentlich vergessen, wofür sie mal da waren. Die waren nämlich eigentlich, wenn die Linke waren, eigentlich immer irgendwie antikapitalistisch eingestellt. Haben sie auch vergessen. Also Ignoranz, Systemopportunismus, auch jetzt eine gigantische Hilflosigkeit nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Gigantische Hilflosigkeit. Und dann sind eben viele von insbesondere der jungen Leute übergegangen und haben dann dankend nach der US-Rogue-Ideologie gegriffen, um sich dann da abzuregen und da die Ersatzidentifikation zu finden. Also wir haben es mit der europäischen Linken seit der Wende eigentlich mit der intellektuellen Auszehrung zu tun. Die nahm aber dann Platz an mehreren Stellen. Also einmal der Kollaps der UdSSR, also erster Schlag für die Linke, dann intellektuelle Auszehrung seit 9-11, das haben sie nämlich auch nicht auf die Kette gekriegt, haben sich nicht drum gekümmert, da musste der kritische Bürgertum dann machen. Und ja, wie gesagt,
Und das ist der Zustand der europäischen Linke bedauerlicherweise. Ja, dann haben wir, das hatten wir mit der Faschismus auch nicht, ich komme bald zum Ende, heute eine penetrante Flut an Gesetzen, Rankings, Vorschriften, Kontrollverfahren, Protokollzwängen, Verboten, Geboten, Strafandrohungen und so weiter und so weiter. Das Ziel ist die Etablierung einer neuen Unrechtsordnung durch die Privatisierung des Rechts. Ganz wichtig. Experimentelles Recht, Rule of Law, internationales Privatrecht, Freihandels- und Investitionsschutzabkommen, private Schiedsgerichte, alles ohne staatliche Kontrolle, alles ohne demokratische Kontrolle, alles läuft außerhalb des Souveränen, der überhaupt gar nichts mehr zu befinden hat. Und wenn Sie das Recht irgendwo voll im Sack haben, dann haben wir keine Rechte mehr. So läuft das und das ist die bittere Realität. Im Hitlerfaschismus haben wir einen totalitären Zentralismus in dem Sinne nicht gehabt wie heute. Wir haben dort natürlich gehabt den nationalen Zentralstaat, der sich in Deutschland verdichtet und dann auch. Ich überspringe jetzt hier, ich mache jetzt hier ganz schnell Schluss. Schulen und Universitäten stehen unter der Knute der faschistischen Ideologie damals, heute. Schulen und Universitäten sind die Brutstätten des woken Regenbogen- und Regimekonformismus, ideologische Gleichschaltung. Minderheitenprobleme werden der Gesellschaft als Staatsideologie aufgeherrscht. Ganz wichtig, der Anteil dieser Transgender-Leute, die können machen, was sie wollen, die interessiert mich überhaupt gar nicht, die stören mich auch gar nicht. Nur wenn der Staat hingeht und nach deren Minderheitenprobleme zu meinem Problem oder zum Problem der Gesellschaft hört der Spaß auf. Das war ja. Und wenn ihr dann da nicht mitmacht, dann seid ihr auf einmal Rechte. Das ist also so perfide, so verkommen, dass ich es gar nicht mehr zu fassen. Wichtig auch noch vermerken ist natürlich, Propaganda erfolgt nicht nur über die Medien, sondern mit Hilfe der Wissenschaft und faschistischer Ästhetik über Kunst, Musik und so weiter. Ganz wichtig. Sehr untergründig. Heute, aber nicht nur heute, sondern eigentlich seit Jahrzehnten, ich bin ja selber Sozialwissenschaftler, ich weiß auch, welche bösartigen Pfeifen da alle rumlaufen, denn das sind die Einflüsterer der Herrschaftskaste. Weil die Herrschaftskaste selber hat ja meistens nichts auf der Kette hier oben. Und dafür brauchen die dann solche Leute, die ihnen quasi die intellektuelle Schmutzarbeit machen. Sozialwissenschaften als Legitimationshelfer des Militärs, der Think Tank, Stiftungs- und Propagandaindustrie, Werbe- und Filmindustrie, Hollywood in Zusammenarbeit mit Pentagon als Dauermanipulateure des Publikums zur Brutalisierung der Jugend und der gesamten Gesellschaft. Müsst ihr euch mal die Filme angucken, kritisch angucken, was da alles so gezeigt wird, alleine im deutschen Fernsehen, das ist unfassbar. Also alles im Sinne einer positiven Gesellschaftsentwicklung findet da gar nicht statt. Missbrauch der Medizin zu Rassezwecken haben wir heute wieder. Neu ist, auf die Idee ist, glaube ich, der Adolf auch noch nicht einmal gekommen, also potenzielle Lebensmittelverknappung für die eigene Bevölkerung, ich glaube, auf so eine scheiß Idee ist der noch nicht mal gekommen. Das machen unsere Herrschaftskassen heute, potenzielle Lebensmittelverknappung, die Zerstörung der bäuerlichen Landwirtschaft, immer weitere Konzentration. Jetzt EU wisst ihr auch alle nicht mit dem Insektenwahnsinn, dann kriegt ihr euch noch diesen Dreck untergemischt und so weiter. Früher erfolgten Landgrabbing durch Eroberungskriege, heute macht man das anders, das internationale, multinationale Agrobusiness macht das und kauft also ganze Ländereien. Auf der Gates hat ja alleine in den USA ungefähr 270.000 Hektar unter seiner Kontrolle. So,
ich komme zum Schluss und runde damit ab, nämlich, und da sind wir im Kern des Ganzen, der traditionelle Faschismus war eine totalitäre, nihilistisch, antihumanistische Ideologie. Und da wollen die wieder hin. Der Transhumanismus als totalitäre, nihilistisch, antihumanistische Ideologie von Konzernen und Regierungen oder Regimen, wie ich die nenne, das heißt die totale Durchdringung und Inwertsetzung des Lebens bis hin in eure Zelle. Das machen die aktuell. Ja? Und Schluss, am Ende soll dann stehen der Great Reset und die vierte industrielle Revolution mit der schlussendlichen Versklavung der Menschheit. Ja, und dann so als Bonbon noch zum Schluss, beim Hitlerfaschismus Todesstrafe und Terror bei Delegitimierung von Führer und Staat. Und so weit ist es noch nicht hier, aber Sie haben sich ja jetzt auch schon ausgedacht in Berlin, nämlich Strafandrohung bei Delegitimierung des Staates, also den Staat, den Sie selber gekapert haben und als entdemokratisierten Staat etabliert haben. Wer den jetzt delegitimiert, der kriegt es aber mit der Justiz. So, ihr Lieben, ich bin am Ende mit meiner Tabelle.